neue Performance Line, die auf der Plattform, auf derselben Plattform basiert wie die Active Line und Active Line Plus. Sie ersetzt zukünftig klar die Active, die Performance Line, die du auf der linken Seite siehst, hier hinten, hat 65 Newtonmeter, ein ähnliches Level als die Vorgängerversion, die 63 hatte, hat aber die großen Vorteile zu sagen, du sparst 700 Gramm an Gewicht, du bist deutlich leiser, das heißt, es ist vom Geräuschniveau ähnlich wie die Active Line Plus. Man hat keinen Drehwiderstand über 25 km/h. Der Antrieb unterstützt vor allem auch im sportlichen, in höheren Kadenzen, das heißt, also sportliches Fahren wird auch bei Trittfrequenzen über 70, 80 RPM eben unterstützt, bis 100. Insofern da deutlich sportliches Fahren. Er hat zukünftig auch, wie die Performance Line CX, einen EMTB-Modus. Insofern da auch eine Verbesserung. Der Antrieb ist mit der neuen Drehwelle einsetzbar in sowohl Rennrad, Mountainbike und Class City Trekking, wo er eben auch ursprünglicherweise eben herkommt. Insofern deutliche Verbesserung zur alten Performance Line. Technische Änderungen, die man jetzt hier auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, ist, er hat ein anderes Abtriebsrad. Die Active Line Plus hat ein POM-Rad, das ist ein Kunststoffrad. Hier haben wir ein Schallzahnrad, um eben die höheren Belastungen eben auch standzuhalten. Und daher auch der Gewichtsunterschied von der Active Line Plus zur Performance Line, die jetzt hier bei 3,3 Kilo ist und die Active Line Plus bei 3,2. Insofern ist das Stahlzahnrad. Klar, Hauptthema ist natürlich unsere Performance Line CX, wo wir den jetzigen Mountainbike-Antrieb natürlich ablösen mit einer deutlichen Verbesserung hinsichtlich Gewicht. Auch klar, Drehwiderstand über 25. Volumen ist deutlich kleiner geworden. Hier ist natürlich der Hauptaugenmerk darauf zu sagen, okay, wir wollen natürlich das sportliche Fahren so gut reaktiv und agil halten wie möglich. Das ist also rein von der Fahrperformance her, wird das sicherlich wieder ein neuer Benchmark sein, um hier eben das Mountainbiken so schön und angenehm wie möglich zu halten. Wir haben bei der Generation 4 gehen wir wie bei der Generation 3 eben auch auf dem Standardkettenblatt. Das heißt, man geht weg von dem kleinen Kettenblatt, weil es irgendwie konstruktiv bedingt. Man sagt, man braucht die zweite Übersetzungsstufe nicht mehr. Und basierend auf dieser Generation CX oder Generation 4 gibt es eben noch sowohl die Performance Line Speed, wie gesagt, bis 45 km/h unterstützt, zukünftig auch mit 75 Newtonmeter. Das heißt also wichtig hier, dass wir sagen, okay, eben kraftvolle Unterstützung, vor allem in dem Bereich über 20 km/h, dass man eben auch die 45 Kilometer auch mit vollen Support eben auch dort fahren kann. Dort war es ja bisher, dass der alte Performance Speed dann doch ich sage mal, etwas Schwächen hatte, dass im Prinzip ab ungefähr 32 Kilometer pro Stunde die eigeninvestierte Kraft, die man rein investieren musste, um die 45 km/h zu erreichen, doch deutlich gesteigert werden musste, damit man die Geschwindigkeit überhaupt erreicht hat. Wir hatten die Performance Line Speed bereits in der Vergangenheit immer leicht verbessert und auch die Abregelgeschwindigkeit innerhalb der gesetzlichen Grenzen natürlich voll oder fast ausgenutzt. Das heißt also, der Antrieb regelt erst ab 42,5 km/h leicht hier runter und ist bei 45 km/h Schluss. Das heißt also, hier die Abregelgeschwindigkeit verbessert zu dem alten. Sowohl Cargo Line Speed und Cargo Line gehen wir natürlich jetzt darauf hin, ich glaube, das hat der Kollege vorhin auch schon mal kurz gesagt, das Fahrgefühl und die Reaktivität anders als der CX ausgelegt. Das heißt also, um hier das Kraftvolle, den Gebrauch von höheren Lasten kontrollierter zu fahren, haben wir hier natürlich die Reaktivität vom Antrieb ein bisschen gedrosselt. Anfahren haben wir leichter gemacht, das heißt also gerade im unteren Trittfrequenzbereich unterstützt er bis 400%. Das heißt also, das Anfahren wird natürlich leichter, aber der Antrieb regelt, wie gesagt, ein bisschen sanfter ab, um hier sicheres Fahren, kontrolliertes Fahren zu ermöglichen.